Andreas ist seit 25 Jahren auf den Fernstraßen Europas unterwegs. Es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, never teach an old dog new tricks. Also lerne keinen alten Hund neue Tricks. Und so ist es bei mir. Ich habe jetzt genügend Berufserfahrung über weit über 20 Jahre. Und wenn ich weiß, dass ein Plan gut ist, dann wird der Plan auch durchgezogen. Bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende wartet Andreas aber nicht, wenn ihm etwas stinkt. Was schief läuft, muss gerade gerückt werden. Auf den richtigen Ton kommt es an. Also richtig sauer werden und richtig austicken und mal ein bisschen schimpfen ist ja im Bayerischen ein kleiner Unterschied. Wenn ich zu dem Gurt sage, ja, du Scheißgurt, sie fix Graffi verhaut, sau Graffi mistix, dann ist das ja nicht austicken, sondern das ist eine bayerische Redewendung. Das sagt man halt so. Aber es gibt ja schon Doktor, fuck jetzt dann richtig. Und dann brauche ich noch so am allerbesten, dann, wenn da noch so ein Gescheithaufen neben mir steht, der wo dann meint, der ist der Franz Alber super gescheit. Und der drückt mir dann noch einen Batz rein. Ey, das musst du so und so machen. Und das habe ich auch schon gemacht. Da denke ich mir halt dann, weißt du was? Halt einfach dein Fotzen. Also das Schöne am Bayerischen ist ja, dass sich viele Sachen viel schöner anhören als im Hochdeutschen. Weil wenn ich zu einem Hochdeutschen sage, also zu einem Preißen quasi, halt dein Fotzen, vielleicht dann noch zu einer Frau, dann hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich das zu einem Bayern sage. Weil ein Bayer, der weiß, dass ich einen Mund meine. Also, halt dein Fotzen ist halt, halt dein Mund. Das kann man natürlich auch wieder betonen, gell? Das kann man schon so sagen, dass es besser kommt, aber man kann es auch so sagen, dass es nicht so besser kommt. Ich habe mal eine Polizeikontrolle gehabt, da habe ich zu einem Polizisten gesagt, in Norddeutschland, er soll mit dem Kasperl-Theater jetzt aufhören. Der ist komplett austickt, weil ich ihn als Kasperl bezeichnet habe. Dieselbe Kontrolle habe ich in Bayern gehabt. Dem habe ich auch gesagt, was ist denn das jetzt für ein Kasperl-Theater? Da redet gar keiner drüber in Bayern. Da ist da keiner bes, da ist da keiner beleidigt, gar nichts. Trotzdem ist in jedem Gefotzerten oder in jedem Schlechten ist immer noch was Gutes. Und oft liegt das Gute so nah. Um liebliche Täler, sattgrüne Wiesen und vielfältige Fauna zu erleben, muss man nicht ins Flugzeug steigen. Es tut auch ein Ausflug in die wunderschöne Rhön. Es gibt in Deutschland echt viele schöne Ecken, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich bin ja eigentlich die letzten 15 Jahre fast nur Italien gefahren. Ich habe ja wirklich vergessen, dass es bei uns so viele schöne Ecken gibt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zum Urlaub machen ist Andreas jedoch nicht hier. Er hat einen Entladetermin in einem Sägewerk. 24 Tonnen Schnittholz wechseln hier den Besitzer. Da muss man jetzt mal ganz besonders aufpassen, weil diese Alulatten, die wenn da so um sind und die kommen da aus, dann fallen die runter. Und zu 99% springen die gegen den LKW dann. Und dann hast du einen Kratzer in der Seitenverkleidung. Das geht einmal gar nicht. Ich krieg einen Kotzanfall. Jedes Holzpaket wiegt 6 Tonnen. Insgesamt gehen 24 Tonnen Fracht vom Auflieger. Im Holzwerk wird die Ware weiterverarbeitet. Zum Beispiel zu Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, zu Balken oder Briketts. Nach 40 Minuten fährt Andreas vom Hof.
Andreas Schubert nimmt seine Rückladung in Hessen auf. Der Trucker bekommt knapp 24 Tonnen Schnittholz. Also das ist ja meine Variante jetzt. Da ist der Gurt, also der Gurthaken ist im Gurt. Und somit hat er Gewicht. Und dann kannst du die Schiene umschmeißen. Das von der anderen Seite, das hat man ja gesehen, das funktioniert halt mal und mal nicht. Ja, leck mich! Keine Ahnung, ist aber scheißegal. Hauptsache das Endergebnis zählt, wie im ganzen Leben. Das Endergebnis muss passen. Perfekto! Nach 15 Minuten ist der Truck voll und Andreas reitet vom Hof. Sein Scania R620 V8 fällt auf. Egal, wo der Trucker gerade unterwegs ist. Sogar Paparazzi schießen Bilder vom LKW. Der Typ, der gerade das Foto gemacht hat, das ist ein Truckspotter. Es gibt mittlerweile echt viele, die LKWs fotografieren bzw. Showtrucks fotografieren. Seit 10 Jahren sind Andreas und sein Truck namens Oldschool Bastard gemeinsam in Europa unterwegs. Doch noch in diesem Jahr muss Schubi sich von seinem LKW verabschieden. Denn dessen Euro 5 Motorisierung ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. In den nächsten Wochen wird Andreas seinen Scania verkaufen. Also an dem LKW hänge ich schon besonders, weil der einfach genauso ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Der ist neu angekommen bei mir und dann habe ich den genau so aufgebaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und aufgrund der ganzen Umweltfahrverbote, die jetzt ja eines nach dem anderen aus der Erde schießt, werden sich unsere Wege trennen müssen. Ja, also die Erinnerungen, die sind ja auch in Zukunft da. Wir haben ja jede Menge Fotos. Kann man schauen. Schaue ich jetzt sogar schon Fotos, obwohl ich noch habe. Schaue ich jetzt schon auch da. Damals war ich da in Griechenland und da in Spanien und da in, weiß der Teufel wo, Norwegen und überall, wo ich mit ihm war. Ja, es ist schön, die Erinnerungen halt durchzublättern. Das wäre sicher in Zukunft noch machen, irgendwann, auch wenn er nicht mehr da ist. Und beim nächsten LKW mache ich halt dann wieder dieselben Touren und schaue mir das und habe da wieder neue Erinnerungen. Also der nächste wäre natürlich logischerweise wieder ein Schubert-Style-LKW. Ganz nach meinem Geschmack. Der wäre auch wieder schwarz. Und ich habe schon ein paar gute Ideen, die es auch noch nicht gibt in der Showtruck-Szene. Lasst euch überraschen. Der Rudi Carell so.